Herzlich willkommen zum Vorstellungsvideo des Mixion Generator und Creator aus dem Softwarepaket Werde Toningenieur. Hierbei handelt es sich um ein Softwarepaket, mit dem Sie für unsere SX6 Soundmodule oder 7001 Decoderwerk-Soundmodule eigene Sounds erstellen können. Dabei geht es darum, wirklich vollständig eigene Sounds zu erstellen. Wir haben ein paar Beispielprojekte, an denen man sich orientieren kann. Ansonsten muss man dort den Sound wirklich vollständig selber erstellen. Es wird noch ein anderes Video mit einem anderen Softwarepaket geben. Dort ist es möglich, vorhandene Sounds zu bearbeiten. Das heißt, man kann die Pfeife oder die Zusatzgeräusche austauschen. Hier muss man aber wirklich den gesamten Sound komplett selber erstellen. Wenn wir das Paket installiert haben, haben wir diese Übersicht. Ich gehe einmal kurz hier durch. Zusatzgeräusche, Sonderfunktionen, Fahrsound, Dampf, Diesel, Elektro, Schaltgetriebe. Hier müssen wir halt differenzieren, welchen Sound wir machen. Die anderen sind entsprechend, wie man das hier sieht, ausgegraut, weil hier oben der Dampflok-Sound aktiviert ist. Hiermit erstellen wir erstmal unsere GN6-Datei. Die GN6-Datei ist eine Skriptdatei, womit dann die zweite Software, die starten wir hier rüber, das ist der Creator, das finale DSX-Sounddatei für den SX6 oder 7001 erstellt. Wichtig hierbei zu wissen ist, es wird zwingend dafür unser Programmer benötigt, nur damit ist es möglich, diese Sounddatei aufzuspielen. Auch nur auf unsere Soundmodule. Wir haben hier noch eine Hilfeanleitung. Die sollte man sich auch sehr penibel durchlesen. Hier ist im Groben, oder was im Groben, eigentlich ist es ziemlich genau erklärt. Aber es ist natürlich sehr technisch, deswegen möchte ich da einmal noch mal ein bisschen grob drauf eingehen. Also, ich öffne jetzt mal das Beispielprojekt und nehme jetzt einfach mal das Beispielprojekt Dampflok und ziehe mir das mal hier auf den Desktop. Und mit Hilfe dieses Beispielprojekts möchte ich euch das einmal zeigen. Bevor wir das machen, wir wählen halt hierüber auf, was wir haben. Dampflok ist klar, das hat die Dampfschläge drin. Diesellok hat halt ein Fahrgeräusch, was interpoliert wird, also schneller oder langsamer dann abgespielt wird. E-Lok ist prinzipiell genauso. Die E-Lok hat noch den Vorteil, dass sie die Schaltklaxe hat von den Schützen. Und müssen wir mal schauen. Und das Schaltgetriebe ist prinzipiell wie die Diesellok, halt nur mit Schaltgetriebe, zum Beispiel ein LKW oder sowas. Da haben wir sehen das hier einmal. Ich mache es einmal, dass wir es sehen. Da sehen wir hier, wir haben hier einen ganzen Bereich für Gänge. Insgesamt haben wir 6 Gänge oder 7 Gänge sogar. Und da gibt es halt die verschiedenen Sounds. Wir müssen nicht alle nehmen, aber wir haben hier die verschiedenen Sounds. Deswegen gehe ich jetzt einmal kurz vorweg, bevor wir mit dem Dampflok-Sound anfangen, die verschiedenen durch. Also Schaltgetriebe. Hier können wir Sound abmurksen, also abwürgen. Stand nach Fahrt, Fahren nach Stand. Das ist immer dieser Übergang zwischen dem Standgeräusch und dem Anfahrgeräusch. Wir haben dann hier unten die Gänge. Wenn wir jetzt sagen, wir haben nur 2 Gänge, dann lassen wir alle anderen als Leerzeile, wie das hier auch definiert ist. Die lassen wir dann als Leerzeile und benutzen nur unsere Gänge, die wir haben. Und da können wir immer das Raufschalten, das Zurückschalten machen. Diese Loks, diese Sounds kann man entsprechend auch benutzen, wenn man jetzt Loks mit Schaltgetriebe natürlich hat, diese Loks oder ähnliches oder LKW oder so. Dann haben wir Diesel. Diesel ist prinzipiell hier ziemlich simpel. Wir haben einmal das Standgeräusch Diesel und das Fahrgeräusch vom Diesel und den Notstopp vom Dieselmotor. Ansonsten muss man hier eigentlich weiter nichts einstellen. Wir können hier noch einen Drehzahlbereich für den Fahrsound eingeben. Das ist, wie das interpoliert wird, also mit welcher Geschwindigkeit das dann erzeugt wird. Dann haben wir E-Lok. Bei E-Lok haben wir eben auch Standgeräusch und Fahrgeräusch entsprechend. E-Lok ist eigentlich ziemlich genauso wie die Diesel-Lok. Der einzige Unterschied sind hier unten noch die Schaltklaxe für den
für den Schütz. Wir haben auch Zweikraftloks. Das sieht man auch. Ich gehe noch mal einmal kurz springig zu den Beispielprojekten. Wir haben hier auch dieselelektrisch. Ne? Also dieselelektrisch ist dann entsprechend auch, ich gehe einmal hier rein, da haben wir dann prinzipiell auch eine Diesellok, nur dass wir dort also dieselelektrisch ist ja prinzipiell, du hast einen Dieselmotor, der dann einen Generator antreibt, damit der Strom unten auf die Motoren für die Achse läuft. Prinzipiell ist das nichts anderes wie eine Diesellok. Ja, wir haben dann halt einfach nur im Stand, zum Beispiel können wir dieses Blubbern machen von einem Dieselmotor und im Fahrgeräusch haben wir dann den E-Drive, also den elektrischen Motor mit dem Dieselmotor. Das läuft dann als Hintergrundgeräusch. Ja. Genau, und ansonsten haben wir noch die Dampflok, worum es heute geht. Ich mache jetzt mal bewusst Dampflok. Es ist eigentlich egal, weil es ist eigentlich alles gleich umfangreich. Für den Dampflok haben wir Zylindergruppen, jeweils als Last. Fahren nach Last, Leerlauf und normales Fahren. Da haben wir verschiedene Gruppen, die wir dann mit vier Schlägen, wenn wir jetzt zum Beispiel nur einen Dreizylinder-Dampflok haben, dann lassen wir halt einfach den vierten Zylinder weg. Steht auch in der Bedienungsanleitung zu der Software und hier geben wir dann entsprechend unsere einzelnen Zylinderschläge ein und können wirklich für jeden Zylinderschlag bei einer vier Zylinder oder zwei oder wie auch immer, können wir ein einzelnes Soundsample einfügen, sodass sich das richtig original anhört und man nicht nur einen Zylinderschlag hat, der dann viermal abgespielt wird, wie das bei anderen Sounddecodern oft der Fall ist, sondern hier können wir halt eine hohe Detaillierung haben und auch die verschiedenen Last wechseln mit Leerlauf und so weiter. Also hier haben wir Losfahren, Fahrt nach Last, Last nach Fahrt, Last, die verschiedenen Lastgruppen und natürlich auch die Leerlauf und so weiter. Dann haben wir klassischen Standgeräusch und das Anfahrtzischen. Das sind diese offenen Zylinderhähne. Das Standgeräusch entsprechend ist auch klar. Wir können hier angeben, wie viele Zylinder wir haben, drei oder vier. Und wir können angeben, wie oft das Anfahrtzischen wiederholt wird. Das kann man aber auch per CV später einstellen, aber wir können es hier drüber direkt vorgeben. So, das sind erstmal so die Grundsounds, wie das funktioniert, erklärt. Dann, und das ist jetzt bei jedem Typen immer gleich, egal ob wir Dampf, Diesel, elektrisch oder Schaltgetriebe haben, wir haben die Zusatzgeräusche, hier stehen 21 Stück zur Verfügung, das sind die Grundgeräusche, wobei der Sound 9 eine Besonderheit hat, denn er ist zweigeteilt, das heißt, er besteht aus einem Anschaltteil und einem Ausschaltteil. Wenn unser Sound keinen Ausschaltteil hat, lassen wir das leer. Wir können da jetzt zum Beispiel auch einfach ein Hallo drauflegen, sage ich mal. Dann würde jetzt hier das Hallo kommen und Sound aus, Tschüss. Dann, wenn man die Taste einmal drückt, also anschaltet, kommt Hallo. Und wenn man sie nochmal drückt, dass es ausgeschaltet wird, würde Tschüss kommen. Oder wenn wir das nicht haben, machen wir das nur in An. Und dann kommt es halt nur beim Anschalten, beim Ausschalten kommt keins. Immer wenn wir nichts haben, lassen wir das Wort Leerzeile hier drin stehen. Zu den Details komme ich gleich. Ich möchte erstmal nur erklären, wie das im Gesamten funktioniert. Die erweiterten Soundgeräusche gehen dann von 22 bis 39. Also insgesamt haben wir 40 Zusatzgeräusche plus noch die antriebstechnischen Zusatzgeräusche, wie jetzt zum Beispiel bei einer Dampflok das Anfahrtzischen, Standgeräusch und so weiter. Aber das sind die reinen Zusatzgeräusche, die wir per Funktionstaste abrufen können. Diese Sounds sind mehrteilig. Also 22 bis 34 ist mehrteilig, genauso wie der Sound Nummer 9, den wir vorhin hatten. Das heißt, wir haben immer einen Anfang und einen Ausschalt-Sound. So, wenn wir das nicht haben, das müssen wir nicht. Wir können den Ausschalt-Sound auch überall leer lassen und haben einfach nur einen normalen Sound draufgelegt, wie eine Melodie oder wie ich das gerade mit dem Hallo gesagt habe. Wir können aber hier noch ein paar andere Sachen machen, denn wir können hier eine Flankenauslösung machen, mit oder ohne Flankenwechsel. Flankenwechsel bedeutet, wenn ich die Funktionstaste anschalte, habe ich ja von aus nach an einen Flankenwechsel. Hier können wir sagen, ob dieser Sound nur mit dem Grundgeräusch funktioniert, also das heißt, wenn wir den Motor angeschaltet haben, ob es nur dann funktioniert oder ob es auch funktioniert, wenn wir den Fahr also den Motorsound ausgeschaltet haben. Das können wir hierüber definieren.
Die Invertierung, das ist an dieser Stelle. Da können wir sagen, ob wir normale Funktion wäre, Funktionstaste anschalten, dann geht der Sound an, Funktionstaste ausschalten, geht er aus. Oder halt invertiert ist genau umgekehrt. Das heißt, der Sound ist an und wenn wir die Funktionstaste anschalten, geht der Sound aus. Hier können wir sogar eine Richtungsabhängigkeit machen, das ist, denke ich, klar. Und natürlich auch den Zustand. Zum Beispiel der Sound kann nur abgerufen werden in Fahrt, im Stand oder Fahrt und Stand. Modus geht nur Endschleife aktuell, dazu komme ich gleich nochmal. Und den Kanal. Bei dem Kanal würde ich es so voreingestellt lassen. Kanal geht folgendes: Das Modul hat vier Kanäle, die für die Zusatzsounds, die abgerufen werden können. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Glocke und eine Pfeife auf Kanal 1 legen und ich löse die Glocke aus, kann ich die Pfeife nicht mehr auslösen, weil der Kanal 1 schon abgespielt wird. Hier ist es also sinnvoll, die Sounds so zu legen, dass man die Sounds, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mal parallel abgespielt werden, nicht auf den gleichen Kanal legt. Zum Beispiel Glocke und Pfeife würde ich nie auf den gleichen Kanal legen. Da würde ich immer unterschiedliche Kanäle legen, wohingegen vielleicht eine Bahnhofsansage und eine Glocke kann auf dem gleichen Kanal liegen. Das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass man eine Glocke mit einer Bahnhofsansage abspielt. So als Beispiel. So, dann haben wir noch die weiteren Zusatzgeräusche. Das sind die Hashtag 92 bis 93 und einen Richtungswechselsound. Richtungswechselsound ist klar, zum Beispiel bei einer kleinen Diesellok wäre das das Umschaltergeräusch von vorne nach hinten. Bei dem Sound 92 bis 93 ist es hier beigeschrieben. Hier 92 ist grundsätzlich immer das Geräusch der Zugbremse, also das heißt der Lok mit den Waggons. Hier hat man ein Lokbremsgeräusch und hier hat man das Kurvenquietschen. Das sind die Zusatzgeräusche, die auch in jedem Sound gleich sind, die man hier noch hinterlegen kann. Die Sonderfunktion, hier gibt es ein paar Einstellungen, die auch per CV einstellbar sind. Wartezeit beim Anfahren bedeutet, wenn man jetzt eine Diesellok hat und das ist in unserem Decoder aktiviert, dann kann man nicht einfach losfahren, wenn man den Motor anschaltet, sondern man muss warten, bis der Sound hochgefahren ist, also bis der Dieselmotor richtig läuft und dann erst kann man anfahren. Und diese Zeit, wie lange der Sound dafür braucht, kann man hier hinterlegen. Hier gibt es diverse Timer, das ist für die Zufallsgeräusche. Steht auch Timers für die Sounds 13 bis 18, welche automatisch abgespielt werden sollen. Zeit ist in Sekunden, immer Start- und Endzeit. Ja, und das sind halt die Sounds 13 und 18. Das sind diese hier, das steht auch da dran. Wir sind jetzt im ersten Bereich, 13 bis 18. Hier steht auch dran, Timer möglich, nicht ohne Stand- und Fahrgeräusch. Also das ist immer hier bei den ersten Sounds fest vorgegeben, welcher Kanal es ist und auch, ob das nur mit Stand oder ohne Stand funktioniert. Und hier gibt es halt eine Zeitfunktion. Das heißt, auf diese Sounds 13, 14, 15, 17 und 18 können wir Zufallsgeräusche legen. Bei einer Dampflok ist das zum Beispiel der Kompressor oder sowas. Ja, das ist erstmal so der technische Umfang. So, jetzt würde ich sagen, laden wir einfach mal von unserem Beispielprojekt das File. So, jetzt sehen wir hier in dem File. Also ich habe es jetzt geladen, man muss das natürlich auf gar keinen Fall laden, denn ich habe jetzt ein Beispielprojekt, aber wenn wir ein neues Projekt anfangen, dann gibt es ja noch kein GN6-Datei, weil diese GN6-Datei wird ja erst mit dieser Software erzeugt. Das bedeutet, dass wir dahingehend immer eigentlich uns einen Ordner machen, den wir uns hier oben auswählen. Ich zeige das jetzt mal beispielsweise. Wenn ich diese Software neu starten würde, würde ich mir einen Ordner machen, den nenne ich zum Beispiel hier Dampflok. Und in diesen Ordner packe ich alle meine Sounds rein. Und dann wähle ich diesen Ordner einmal über die Soundordner wählen aus, weil dann sind nämlich diese ganzen Reiter mit dem Ordner verknüpft. Und wenn man jetzt hier draufklickt, sieht man, ich habe hier alle Dateien aufgelistet, die in diesem Ordner drin sind. Das ist halt wichtig zu wissen. Das müssen wir einmal als erstes machen. Also einen Ordner anlegen von unserem Projekt, das auswählen und dann loslegen. Dann haben wir hier alle Sounds angegeben. Ich habe jetzt bewusst das Beispielprojekt geladen, weil ich das hier besser erklären kann. So. Als nächstes kommen wir jetzt zu den
wichtigen Sachen, die dort berücksichtigt werden müssen. Klar, wir können jetzt, ich gehe einmal hier auf die Sonderfunktion, hier sind ein paar Zeitwerte eingestellt. Ne, das muss man ja immer an den Sound anpassen. Der Dampflok hat keine Zeit beim Anfahren, weil der Motor in Anführungszeichen ja sofort verfügbar ist. Hier haben wir unsere Zuglokbremse, Kurvenquietschen und so weiter. Und hier haben wir auch verschiedenste Sachen, wo wir gleich drauf eingehen. Hier haben wir Sounds mit Flankenwechsel oder ohne Flankenwechsel. Darauf komme ich gleich, wie gesagt. Und hier haben wir ja. Grundsätzlich ist das erstmal soweit okay. Hier unten die Sounds. Leerzeile bedeutet immer kein Sound, wird also übersprungen. Jetzt haben wir hier die Loop. Das haben wir auch bei den erweiterten Geräuschen. Loop, WDH heißt Wiederholung. Loop bedeutet halt, ja, Wiederholung, englische Wort für Wiederholung. Wir haben hier jetzt verschiedene Sounds. Manche Sounds haben einfach Anf und Ende ohne dort stehen. Manche Sounds haben so einen S-Wert. Und das ist folgendermaßen, dazu mache ich auch einmal die Bedienungsanleitung auf. Schiebe das mal hier rüber. Wenn wir einen Sound haben, zum Beispiel die Trillerpfeife, oder noch besser die Ansage. Wenn wir eine Ansage haben, drücken wir die Taste, die Ansage läuft durch. Und wenn die Ansage durchgelaufen ist, können wir die Taste halt nochmal drücken, um sie nochmal abzuspielen. Die Ansage wird aber als gesamtes Stück einmal abgespielt. Wenn wir sowas haben, müssen wir immer schreiben Anf und ohne. Das bedeutet Wiederholung, Anfang Jump. Es gibt keine Wiederholung. Anf bedeutet halt, die Wiederholung ist am Anfang und ohne Ende. Das heißt, das Modul geht her, lädt den Sound und spielt ihn einmal ab. Das war's. Wenn wir jetzt aber einen anderen Sound haben, zum Beispiel eine Glocke, da möchten wir ja nicht, dass wir draufdrücken, die Glocke wird einmal abgespielt und dann war es das. Würde auch zu viel Speicher kosten. Sondern wir möchten, dass, wenn wir die Taste drücken, der Sound abgespielt wird. Zum Beispiel, es kommt erstmal ein Anfang, wie die Glocke sich aufschwingt. Dann kommt das Glockengeräusch und das soll so lange laufen, bis wir die Taste drücken und es dann ausgeht. Und da müssen wir den Sound etwas stückeln. Und zwar brauchen wir unser Soundsample und müssen dann angeben, zwischen welchen Samplen der Sound sich wiederholen soll. Der Ablauf wäre dann folgendermaßen. Wir drücken die Taste, der Sound fängt an, läuft bis zu diesem Punkt, also bis zum Sample 1741, läuft dann weiter, nämlich um genau zu sein, bis zum Sample 29.865. Und wenn es das erreicht hat, springt es wieder zurück zu dem Sample 1741 und hierzwischen wird die ganze Zeit das wiederholt. Dann läuft es von hier aus wieder bis hierhin, springt wieder zurück die ganze Zeit, bis wir die Taste ausschließen. Dann läuft es bis zum Ende. So können wir zum Beispiel einen Sound mit drei Elementen, das heißt einem Anfang, einem Ende und einem Mittelteil, hier abspielen ohne Zusatzfunktion. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel bei einer Glocke, wir könnten so ein leichtes Aufschwingen, wo man hört, dass die Glocke immer schneller wird. Dann läuft es hier zwischen hin und her. Wir hören einfach nur das Glockengeräusch, was ja immer konstant ist. Und wenn wir die Taste ausdrücken, dann läuft es hierüber hinaus und man hört, dass die Glocke wieder leiser wird. Das ist die Funktionalität dieses WDH-Anfang und Ende dieses Loop-Bereiches. Wie gesagt, wenn wir einen Sound haben, wo wir das nicht haben oder nicht brauchen, wie bei einer Ansage, lassen wir es weg. Ansonsten brauchen wir das. Genauso auch wie bei einem Horn. Das soll so lange laufen, wie die Taste aktiv ist. Und solange wie das aktiv ist, muss hier zwischen gesampelt werden. Diese Sample bedeuten eine Speicherstelle bzw. einen Aufnahmepunkt, ein Byte von dem aufgenommenen Stück. Ich habe in der Anleitung auch dazu geschrieben, dass man das kostenlose Programm Audacity nehmen soll. Das habe ich jetzt auch einmal aufgemacht. Ich zeige das gleich einmal. Und wenn wir jetzt uns die rechte Grafik hier angucken, so sieht das aus. Wir haben Sample 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist jetzt stark vereinfacht, weil wir sehen ja, das Stück hier hat über 30.000 solcher Striche. Wir tun jetzt mal, das wäre so jetzt einfach dieser Punkt. Hier ist es beschrieben, wir drücken die Taste, das Soundstück fängt hier an abzuspielen, zack, zack, zack.
läuft weiter bis zu diesem Punkt hier, bis zu diesem Marker. Dieser Marker S6 wäre in unserem Fall das WDH-Ende. Steht auch hier. Marker WDH-Ende. Hier angekommen, springt es wieder zurück zu dem Marker WDH-Anfang und würde dann wieder hier das abspielen und wieder zurückspringen, bis wir die Taste loslassen. Dann würde es einfach hier ablaufen. Wenn wir uns jetzt einmal eine Datei öffnen, nämlich wir nehmen jetzt einfach mal die Glocke. Sehen wir hier unser Glockengeräusch. Guck mal, ob ich das hier gerade ein wenig größer kriege. Ja. So. Wenn ich jetzt sehr nah ranzoome, sehe ich diese einzelnen Punkte. Das ist das hier. Das sind die Aufnahmepunkte. Ja, hier ist erstmal Ruhe, also nichts. Dann sieht man, es fängt leicht an zu tänzeln, schaukelt sich auf. Dann wird es mehr. Das ist dann das Glockengeräusch und dann geht das halt so hin und her. Jedes dieser einzelnen Samples hier entspricht diesem hier, was ich hier gesagt habe. Und die sind durchnummeriert. Ganz am Anfang ist halt das 0. Man fängt immer an zu zählen bei der 0 und ganz hinten ist halt Summe irgendwas, über 30.000 auf jeden Fall. Und jetzt muss man halt sagen, wenn man diesen Sound abspielt, würde er zum Beispiel anfangen. Ich mache das mal. So. Und wir hören das, der ist leiser, dann wird es lauter, dann hat man einen sehr kräftigen Schlag, dann wird es wieder leiser. Das heißt, das ist das Aufschwingen, das Anschalten, das hier ist der Loop-Bereich, der immer wiederholt wird, und das hier ist der Bereich beim Loslassen der Taste, wo es dann aufhört, also wo es leiser wird. Dieser Bereich ist genau der Bereich, den wir hier in diesem Loop wiederholen müssen. Das heißt, wenn wir die Taste anschalten, spielt sich das ab, spielt das ab, springt hier wieder zurück, spielt das ab und spielt das die ganze Zeit ab, bis wir die Taste loslassen und es dann einfach ausschaltet. Und jetzt müssen wir halt herausfinden, hier entsprechend, in welchem Sample das ist, wie viel Sample das hat und wie diese Sample heißen. Also wir haben hier eine Aufnahmerate, das sehen wir hier unten, von 13.021 Hertz. Das ist immer wichtig auch einzustellen. Das ist auch ganz am Anfang des Dokumentes hier einmal beschrieben worden. Ja, wir brauchen 13.021 Hertz, Mono, das bedeutet ein Kanal, 16 Bit und ein WAV-Format. Wenn ich 13.021 Hertz habe, habe ich 13.021 Aufnahmen pro Sekunde. Das bedeutet, ich habe hier 13.021 von diesen kleinen Pins pro Sekunde. Das ganze Ding geht knapp 3 Sekunden. Dann kann man sich ausrechnen, wie viele Aufnahmen ich pro Datei habe. Also hier habe ich dann ungefähr 3 mal 13.000. Das bedeutet ungefähr 40.000 von diesen Aufnahmen. Und ich muss da herausfinden, wo zwischen das dann läuft. Das sehen wir ja hier. Der Anfang ist bei 1741 und das Ende bei 29.000 irgendwas. Wichtig, sehr wichtig bei dieser Angelegenheit ist, eine Nullstelle anzugeben. Das heißt, wir müssen hier gucken, an einem Punkt, wo das Null ist, zum Beispiel an diesem Sample, und dann gesehen auf das ganze Stück müssen wir dann wieder gucken, wo auch hier vorne eine 0 ist. Weil wenn wir jetzt sagen möchten, ich möchte jetzt von hier bis hier samplen, dann muss genau hier eine 0 sein und genau hier eine 0 sein. Ist das nicht, hat man zwischen diesem Sprung einen Unterschied und den würde man im Sound bei der Abspielung als Knacken wahrnehmen.
Deswegen ist das essentiell wichtig zu gucken, dass ich auf den Nullpunkt, also wenn dieser Aufnahmepunkt 0 ist, dazwischen sample, damit ich einen weichen Übergang habe. Als nächstes wäre jetzt herauszufinden, wenn ich so ein Stück habe, ja, wo ist denn jetzt der Samplepunkt, den ich habe oder den ich nicht habe? Und das ist halt die große Aufgabe und die große Arbeit. Wir machen jetzt einmal die Sache, dass wir was aufnehmen. Ich mache das jetzt einfach mal hier sporadisch. Also ich zoome wieder dran. Das lassen wir abspielen. Sagen wir mal, wir wollen jetzt hier anfangen. Also wir sollten irgendwas nehmen, was die Nulllinie da durchkreuzt. Ah, sieht auch schon mal ganz gut aus hier, was ich hier rausgefischt habe. Der ist doch quasi null. Ja, nehme ich mal dieses Sample mit. Und dann sage ich einfach mal, ich möchte das wiederholen. Also scrollen könnt ihr, indem ihr Steuerung gedrückt haltet und dann scrollt. Da gucken wir mal, wo wir das da wiederholen. Machen wir auch hier diesen Nullpunkt. Wäre eigentlich besser, diesen Nullpunkt zu nehmen, weil dann geht es von oben nach unten und dann sollte das so sein, dass man da kein Knacken hört. Gut. Das wäre jetzt unser Loop-Teil, den wir hier eintragen würden. Wir können es uns mal anhören, indem wir oben auf Transport, Wiedergabe und Endlos. Also es hört sich scheiße an, weil das hier ist schon der Bereich, wo das eigentlich ausklingt. Eigentlich müsste man in diesem Bereich nur wiederholen, damit man einen kontinuierlichen Gongschlag hat, weil jetzt hat man gerade einen Gongschlag, der hier kräftig ist, kräftig, leichter. Man sieht das auch, die Amplitude hier ist nicht so hoch und dann wird es wieder kräftiger. Das hört sich nicht gut an. Aber ich sag mal so ungefähr ist es okay. Ich höre es mir noch einmal kurz an. Es geht ja auch nur darum, um es zu erklären. Okay, ich höre aber kein Knacken, weil es könnte jetzt auch sein, wenn wir jetzt zum Beispiel die Wiederholung zum Beispiel hier hinsetzen würden, dann würden wir im Lautsprecher bei der Wiedergabe über das Soundmodul wirklich so einen Knack hören, weil das da springt zwischen den Samples. Das müsst ihr unbedingt vermeiden. Start und Ende der Auswahl. So, wir haben hier jetzt Zeitangaben und damit können wir unsere Stelle berechnen. Wir haben hier 0,674 Sekunden. Ups, Moment, halt, Stopp. Sollte mal auf Standard stehen hier. Also, 0,6. Was berechnet, was macht er denn da? Komma 674 mal 13.021, das ist ja unsere Samplerate, haben wir hier einen Startwert von 8.776. Also Kommazahlen ist nicht möglich, die einzutragen. Wir können nur ganze Zahlen. 1.776. Das heißt, wir müssten jetzt hier bei der Glocke S für Sample 8.776 eintragen. Und unsere Endzeit wäre 0. Zwei Komma zwei drei vier mal 13.021. Die 13.021 ist ja die Aufnahmerate. Das heißt, wir liegen bei 29.127. Ich würde es an dieser Stelle jetzt aufrunden. 29.000, also geben wir hier ein, bei dem Ende S 29.128. Das muss man testen. Es kann auch sein, dass wenn ihr das abspielt über das Soundmodul, dass ihr ein leichtes Knacken hört, dann müsst ihr hier einfach mal ein Sample mehr oder weniger oder hier mal ein Sample mehr oder weniger und müsst euch das angucken, ob das dann gut ohne Knacken funktioniert. Also so auf jeden Fall funktioniert das mit der Wiederholung.
Das schließen wir jetzt erstmal. Wir öffnen wieder die PDF. Also das ist diese Wiederholungssache. Und die ist hier genauso. Das ist nichts anderes. Auch hier haben wir die Wiederholung. Auch hier haben wir die Wiederholung. Insbesondere bei Zugbremse, Lokbremse und Kurvenquietschen müssen wir ja eine Wiederholung haben, weil wir wollen ja nicht, wenn das ausgelöst wird, einmal nur das Auslösen haben, sondern das soll ja so lange laufen, bis zum Beispiel der Zug steht. Ich gehe jetzt aber auf die erweiterten Zusatzgeräusche und möchte hier noch was zu erklären. Wir haben zum Beispiel hier einen Sound, der heißt Tür zu. Was bedeutet das? Ich drücke die Taste, der Sound wird abgespielt und das war's. Das heißt, wir haben hier Anfang ohne, das heißt, wir haben keine Wiederholung. Wir haben ohne Flankenwechsel, ja, weil wir ja nur den Sound einmal abspielen. Und wir haben, das ist uns frei überlassen, hier ist es jetzt mit und ohne Sound klar. Wir wollen ja die Tür auch, den Türsound auch haben, wenn der Schaffner in die Lok reinsteigt, wenn der Motor noch nicht angeschaltet ist. Sonst wäre es ja ein bisschen blöd. Hier zum Beispiel aber wiederum bei 23 haben wir Lichtschalter an, Lichtschalter aus. Das ist sehr schön zum Zeigen. Wir haben ein Lichtschaltergeräusch. Daher soll es auch keine Wiederholung geben, sondern ich möchte die Taste einmal drücken. Die Taste wird angeschaltet. Es soll Lichtschalter an abgespielt werden. Dann drücke ich die Taste nochmal, also schalte sie aus und es soll Lichtschalter aus abgespielt werden. Hier habe ich keine Wiederholung. Und ich habe hier mit Flankenwechsel dann zu machen, denn jetzt ist es ja gerade wichtig, darauf zu gucken, habe ich einen Flankenwechsel von an nach aus, von aus nach an. Das definiert den Flankenwechsel. Das ist wichtig zu wissen, dass wir hier in diesem Fall dann mit Flankenwechsel machen möchten, wenn wir zwei geteilte Sounds haben. Hier haben wir dann auch wirklich zwei Sound-Samples. So, ich denke mal, soweit ist das erstmal verständlich. Ich schaue mal gerade hier rein. Also hier wird auch noch viel erklärt in dem PDF-Dokument. Das sollte man sich auf jeden Fall immer dazu nehmen und auch möglichst gut durchlesen. Aber klar, es ist natürlich schwieriger zu verstehen, als mal so ein Video zu sehen. Also, wir haben das gemacht. Wir könnten jetzt nach unseren ganzen Einstellungen die Datei erzeugen. Das machen wir jetzt mal. Ich überschreibe mal die vorhandene Datei. Einfach, die hier ist. Können wir irgendwie benennen halt. Sollten wir irgendwie vernünftig benennen. Beziehungsweise die Benennung ist auch hier oben. Also der Soundname, wir können hier unseren Namen eingeben. Wir können hier eine Artikelnummer eingeben. Spielt für uns jetzt ehrlich gesagt weniger die Rolle. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich erzeuge jetzt diese Datei. Und es wird dann auch eine Textdatei erzeugt. Darauf komme ich gleich. So, jetzt haben wir beide Dateien erzeugt. Ich gehe auf den Ordner und wir haben jetzt hier zwei Dateien drin. Die Dampflok GN6, das ist unsere Datei, die öffne ich einmal. So sieht die aus. Diese Datei beschreibt uns unsere Sachen. Wir haben hier oben die Artikelnummer, das ist die, die wir ja nicht verändert haben, den Soundnamen. Und wir haben jetzt quasi das, was wir alles so schön auf der Software eingestellt haben, haben wir jetzt hier einmal als Skript stehen. Können wir nochmal kontrollieren. Hier sind auch nochmal so ein paar Informationen. Hier hinten sind nochmal so ein paar Kommentare. Hier sind auch ein paar Kommentare. Und wir sehen jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt mal gucken, wir waren ja gerade bei der Glocke. Schauen wir mal, wo die Glocke ist hier. Sound, welche Soundnummer hatte die Glocke? 2. So, Glocke ist hier oben und hier sehen wir jetzt unsere eingestellten Samples. Hier haben wir unsere Glocke WAV. Anfang, also klar, man muss ja immer anfangen beim Anfang. Hier haben wir unsere Sample. Also das, was wir ja vorhin ausgerechnet und gemacht hatten und hier eingetragen hatten, 8776 und 29.128. Und dazwischen samplet der quasi. Spielt da das hin und her. Das ist unser Sound 2 mit der Glocke. Hier steht jetzt alles Mögliche drin. Eigentlich dieses Dokument ist für uns nicht interessant, weil das ist nur für den Computer. Man kann aber reingucken. Man versteht hiermit noch sehr viel und man kann es auch einfach mal prüfen. Interessanter ist für uns die ebenfalls generierte Dampflok-Textdatei, denn das ist unsere Datei, die kennt ihr bestimmt schon, wo die Hashtag-Nummern drin sind, das heißt, an welchem Speicherslot
welcher Sound liegt. Und wenn wir das wieder vergleichen, haben wir das zum Beispiel Sound Hashtag 1, also Sound Nummer 1, hat nichts mit der F-Taste zu tun, ist unser Horn und hier sagt er auch, Sound 1 ist Horn. Sound 2 ist unsere Glocke, die wir eingestellt haben und so weiter. Und hier stehen halt die Sounds drinne und hier steht auch drinne nicht ohne Stand oder auch automatisch nicht ohne Stand und so weiter. Das ist alles das, was wir zum Beispiel hier auch eintragen können, wenn wir sagen möchten, wir möchten hier zum Beispiel Zustand nur in Fahrt, nur in Stand, Fahrt und Stand. Das wird dann hier hinter als Kommentar noch eingetragen. Genauso auch die inverse Funktion, wenn wir hier eine inverse Funktion haben und so weiter, weil das ist ja auch für den Benutzer wichtig, wann er einen Sound und wie er einen Sound abrufen kann. Ne? Das ist dann das, wenn wir die Datei haben, die Dampflok-Datei, dann müssen wir dieses Textdokument mitgeben, um dort entsprechend dem Benutzer das zu wissen. Ebenso, das ist jetzt hier bei einer Dampflok nicht vorhanden. Ebenso gibt es aber auch noch CV-Dateien, die manchmal erzeugt werden. Das erzeugt auch das Programm selber. Da haben wir dann eine CV-Datei, weil zum Beispiel wir hier in dem Bereich Timer Sachen verändert haben oder hier eine Wartezeit verändert haben und diese CVs dann eventuell damit rein generiert werden müssen. Wir müssen uns aber darauf, wir müssen aber die meisten CVs manuell anlegen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Diesellok mit Schaltgetriebe erzeugen, wird da keine CV-Liste mit erzeugt, sondern man hat die Grundeinstellung vom Soundmodul und wenn der Sound hundertprozentig funktioniert, heißt es nicht, dass er sich gut anhört mit den Grundeinstellungen. Das heißt, ihr müsst dann in dem Fall schauen, welche Einstellungen man in dem Soundmodul noch machen muss und müsst manuell dann eine CV-Datei erstellen und diese mitliefern. Das ist zum Beispiel, dass das Schalten von dem einen zum anderen Gang in der perfekten Fahrstufe kommt, damit es sich vernünftig anhört. Weil die Grundeinstellung ist halt die Grundeinstellung und es kann sein, dass für euren Sound diese Grundeinstellung nicht funktioniert, insbesondere bei Getrieben und so. Das hat man immer eine CV-Liste dabei. Wie man die erstellt, ist einfach. Man macht einfach eine Textdatei. So, die würde ich jetzt hier Dampflok nennen. Und dann mache ich das .txt dahinter weg und schreibe CV. Dann kommt eine Warnung, dann macht ihr aber ja, dann habt ihr eine CV-Datei. Wenn ihr sowas noch nie gemacht habt, könnt ihr die nicht öffnen. Dann kommt eine Abfrage, sowas hier ungefähr. Wie wollen Sie diese Datei öffnen? Da wählt ihr den Editor aus und macht dann immer. Und hier schreibt ihr die CVs rein. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ihr müsst eine Bank ändern. Da macht jetzt CV 1021 auf 1, weil ihr die Bank 1 ändern wollt. Dann wollt ihr CV 935 auf den Wert 10, CV 936 auf den Wert 30 und zum Schluss wieder die Bank zurück auf 0. Und diese Bank müsstet ihr dann CV-Tabelle müsstet ihr dann mitliefern, weil das dann zu dem Sound gehörig ist, damit der perfekt abgespielt wird. Das muss aber manuell angelegt werden. Brauchen wir jetzt hier bei einer Dampflok nicht. Gut, die Datei haben wir erstellt. Wir haben jetzt schon unsere Textdatei, unsere GN6-Datei und jetzt müssen wir den Sound erstellen. Dazu starten wir den Creator und wählen unsere erstellte Sounddatei aus. Dampflok und wählen unsere GN6-Datei aus unserem Ordner, wo alles drin ist. Die haben wir ausgewählt und jetzt drücken wir hier unten auf Generiere. So, wenn das sauber funktioniert hat, ist das einmal hier durchgelaufen, es gab keinen Fehler, es ist alles grün. Diese ganzen Informationen sind für uns uninteressant. Eine Sache ist aber noch interessant und zwar, wir können hier unten die Protection aktivieren und die ID ändern. Die ID ändert ihr bitte nur, wenn es von uns eine ID gibt. IDs können die Leute bekommen, die Sounds verkaufen möchten. Die Leute, die zum Beispiel Sounds erstellen, für sich privat oder ihr könnt uns auch gerne die Sounds schicken, dann nehmen wir die mit in die Gesamtbibliothek mit auf. Die sind dann kostenlos. Da darf dann nicht Protection geändert werden und auch keine ID. Wenn ihr Sounds verkaufen wollt, geht auch über uns. Dann bekommt ihr eine ID. Ihr aktiviert hier den Haken Protection und euer Passwort.
und dann erzeugt ihr die Datei. Und dann muss man beim Aufspielen ein Passwort eingeben und entsprechend dieses Passwort könnt ihr dann verkaufen und das muss dann dort entsprechend eingegeben werden. Das ist dann auch wirklich protected, also da haben wir auch keinen Zugriff drauf, das abzuspielen oder ähnliches. Das ist dann mit eurem Passwort verschlüsselt, die Datei. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr hier auf SUSI gehen mit unserem Programmer, der ist jetzt schon verbunden. Wählt hier eigene Sounddatei auswählen und wählt dann die Dampflok GN6-Datei aus und könntet das dann aufspielen. Mache ich jetzt nicht, ich zeige euch aber mal ein Passwort. Ich gebe jetzt hier mal ein Passwort ein. Hallo. Wir lassen es nochmal durchlaufen. Dann wähle ich diese Datei nochmal aus. Und jetzt kommt die Abfrage. Bitte geben Sie den Key ein. Die Hersteller-ID lautet 0. Das sollte man dann, da kommt natürlich dann unsere ID. Und jetzt müsste man jetzt hier entsprechend das eingeben. Ja, da kann man das wirklich mit jedem dann encrypten. Das funktioniert dann auch nur einmal und ist nicht wieder brauchbar danach, das Passwort.